Lesung aus dem Buch Jesaja. An jenem Tag wächst aus dem Baumstumpf Isais ein Reis hervor. Ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihm. Der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Er erfüllt ihn mit dem Geist der Gottesfurcht. Er richtet nicht nach dem Augenschein und nicht nur nach dem Hörensagen entscheidet er, sondern er richtet die Hilflosen gerecht und entscheidet für die Armen des Landes, wie es recht ist. Er schlägt den Gewalttätigen mit dem Stock seines Wortes und tötet den Schuldigen mit dem Hauch seines Mundes. Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüften, Treue der Gürtel um seinen Leib. Dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Knabe kann sie hüten. Kuh und Bärin freunden sich an, ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind, der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter. Das Kind streckt seine Hand in die Höhle der Schlange. Man tut nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, so wie das Meer mit Wasser gefüllt ist. An jenem Tag wird es der Spross aus der Wurzel Isais sein, der dasteht als Zeichen für die Nationen. Die Völker suchen ihn auf, sein Wohnsitz ist prächtig. Wort des lebendigen Gottes. Das ist diese Lesung heute, dieser Abschnitt aus dem Propheten Jesaja. Für mich so eine ganz typische Adventlesung, die gehört wie das Amen im Gebet zum Advent dazu. Es ist ein Hoffnungsbild, das uns da aufgezeigt wird, das uns verkündet wird, dass wenn wir an unsere Krisen denken, an die persönlichen und an die, von denen alle Menschen auf der Welt, die ganze Welt betroffen ist, uns sehr unwahrscheinlich erscheint. Unwahrscheinlich, dass Friede und Gerechtigkeit da sein könnten oder kommen könnten. Und doch ist diese Lesung so ein Hoffnungswort. Es wird beschrieben, ein Baumstumpf, wo scheinbar kein Leben mehr drinnen ist, und dass aus diesem Baumstumpf ein junger Trieb hervorgeht. Und der Trieb, so heißt es auch da, kommt aus den Wurzeln, aus der Verwurzelung. Überall da, wo etwas zu sprießen beginnt, deutet das auf Neubeginn, auf Leben hin. Und vielleicht geht es euch auch so, wenn ich eine Pflanze bei mir im Zimmer stehen habe und ich kann einen neuen Trieb entdecken, dann ist das immer etwas sehr Hoffnungsvolles, etwas sehr Freudiges. Und so wird auch dieser Spross aus der Wurzel Isais wird zum Hoffnungszeichen für das Volk Gottes. Es ist wie ein Versprechen, dass Gott uns nicht im Stich lässt, inmitten all der Krisen, die wir persönlich
und auf der ganzen Welt erleben. Es ist ein Versprechen, das wir in Jesus Christus dann erfüllt, eingelöst sehen. Mit ihm hat etwas Neues begonnen. Und das Versprechen ist, dass die zwei Grundübel unserer Welt, Ungerechtigkeit und Gewalt, beseitigt werden. Dass Friede und Gerechtigkeit den Platz einnehmen. Und die Folgen davon sind wunderbar und heilsam. Wir können uns gar nicht vorstellen, dass es möglich wäre, dass ein Säugling, ein kleines Kind in der Nähe von einer Schlange spielt und dass seine Hand nicht von der Schlange erfasst wird, nicht gebissen wird von der Schlange. Dass es gar kein Verbrechen mehr gibt. Auf dem Heiligen Berg heißt es hier, auf meinem ganzen Heiligen Berg, auf unserer ganzen Welt. Gott kann es bewirken. Und wir dürfen heute schauen auf diesen Geist des Herrn, von dem am Beginn die Rede ist, der sich niederlässt, nicht nur auf Jesus, sondern auf jeder und jedem von uns. Und mit diesem oder in diesem neuen Spries, der hervorkommt, in diesem neuen Trieb, da schlummert diese ganze Geistkraft drinnen. Und aus dieser Geistkraft heraus dürfen wir jeden Tag gestalten. Schauen wir heute auf dieses Neue, das sich oft so klein und unscheinbar zeigt. Aber sicher können wir an unserem heutigen Tag irgendetwas in uns entdecken oder um uns herum entdecken, wo wir uns darüber freuen können, dass in sich diesen Frieden und diese Gerechtigkeit birgt.